Ich habe heute mein neues Buch mitgebracht zum Thema Fotografie und wenn ihr Lust habt und richtig Spaß daran habt, mal andere Motive zu fotografieren als immer nur die Partybilder, Familienbilder, Porträts von den Töchtern und Söhnen und von der Frau oder ganz einfach draußen den hunderttausendsten Baum in seiner Blätterpracht zu fotografieren, habe ich dieses Buch gefunden, Fotografie Lost Places, geheimnisvolle Bilder, mystische Bilder, beeindruckende Bilder. Das sind die Bilder, mit denen ihr garantiert Likes nicht nur bei Facebook, Pinterest oder Instagram bekommt, sondern bestimmt auch Anerkennung bei Freunden und Bekannten. Und zudem habt ihr noch richtig Spaß dabei, auch mal richtig neue Motive zu entdecken. Wie das alles geht, von der Planung über die Umsetzung bis zum Schluss, was man mit den Bildern macht, wie man die natürlich auch ein bisschen aufpeppt, hat Charlie Dombro niedergeschrieben in seinem Buch Fotografie Lost Places. Richtig grandioses Buch. Charlie, der ist unterwegs für die Film-, Fernseh- und TV-Produktionen, immer auf der Suche nach richtig coolen und außergewöhnlichen Locations. Und er ist Fotograf, auch Fotograf noch dazu und hat das Ganze in seinem Buch niedergeschrieben. In seiner Erzählweise, und dafür mag ich ihn ganz einfach, fühlt man sich, als wenn man dabei ist. Fast schon wie ein Roman geschrieben, von dem man dann auch immer noch gleich lernt, worauf kommt es an. Das ist die ganze Szene, nennt sich eigentlich Urbexer und unter dem Verschwiegenheitskodex auch, dass Plätze, die unbekannt sind, die in der Öffentlichkeit noch nirgendwo erwähnt werden, geben diese Leute auch nicht preis. Warum? Weil Vandalen zu häufig unterwegs sind, Sachen klauen, Sachen kaputt machen und den ursprünglichen Ort eben nicht so verlassen, wie sie ihn vorgefunden haben. Und der Kodex eines Urbexers ist ganz einfach, so wie er den Ort betritt, so verlässt er den auch wieder. Das heißt, er lässt kein Bonbonpapier dort fallen, er verändert nichts. Er konzentriert sich im Prinzip nur darauf, Bilder und tolle Motive zu machen. Wie das Ganze funktioniert, welche Ausrüstung braucht man, wie findet man solche Orte, worauf ist zu achten, auch rechtliche Hinweise, ganz wichtig. Das Thema Panoramafreiheit ist ja auch bekannt. Vielleicht kann man sich ja hier oder da an den Eigentümer wenden, wenn man etwas findet, wenn man natürlich doch herausfindet, wer der Eigentümer ist und fragt ihn um Erlaubnis, dann ist das Ganze sogar rechtens. Und oftmals sind die natürlich im Morgengrauen unterwegs, die Urbexer, oder auch in den Nachtstunden. Worauf ist da zu achten, dass man trotzdem tolle Bilder machen kann? Hier, der Charlie, der ist dann auch viel unterwegs, auch mit seinem Hund, und entdeckt dort manchmal eben Gebäude, die mitten im Wald stehen, mittlerweile eingewachsen, seit 50, 60, 70, 80 Jahren nicht mehr bewohnt und eigentlich den Verfall preisgegeben sind. Und diese Bilder, diese Locations fotografisch festzuhalten, bevor sie ganz von der Landkarte verschwinden, ist halt auch die Aufgabe. Das macht Spaß. Es macht Spaß, man hat Motive, die nicht jeder hat. Wie das Brandenburger Tor, wie den Kölner Dom. Das sind Bilder, die findet man zuhauf im Internet und auch überall. Aber sowas findet man eben nicht überall. Und damit ist man teilweise einzigartig. Wer geführte Touren machen möchte, ich weiß, in Berlin, dort gibt es eine Agentur, die führt Touren durch die Belitzer Heilstätten, die ja auch zum Teil verlassen sind. Und ich glaube, das Olympiastadion, das ehemalige Olympiagelände von Berlin, dort gibt es auch Touren, wie man Fotografentouren, im Prinzip erhält man da schon mal einen Einblick, was heißt das eigentlich, diese geheimnisvollen Orte, diese dem Verfall preisgegebenen Orte zu fotografieren. Und dieses Bild wollte ich euch gerne mal zeigen. Das ist mein absolutes Lieblingsbild. Das hat der Charlie gefunden, und zwar in einer alten Fabrik, die jetzt schon lange verlassen ist. Und das ist eine Arbeitsanweisung mit Paragraphen und so weiter, die draußen herumlag und die im Prinzip dem Verfall preisgegeben ist. Ihr seht hier auch die Blätter und so weiter. Sowas kann man digital ganz schwer nachbasteln. Sowas muss man sehen, sowas muss man finden, und das muss einen auch sofort begeistern. Es macht ganz einfach Spaß, unterwegs zu sein. Also, wenn ihr auf der Suche seid nach richtig, hier ein alter Weinkeller zum Beispiel, verlassen, wird gar nicht mehr benutzt, hat er gefunden. Wenn ihr auf der Suche eben nach außergewöhnlichen Motiven seid und auch Spaß am Fotografieren habt und vielleicht auch in der Natur ein bisschen rumlauft, ohne dass die 100.000 Touristen um euch herum rumschweren,
kann ich euch das Buch nur empfehlen. Er hat das sehr schön geschrieben. Schreibt doch immer dazu, was ist notwendig, wie kriegt man solche Bilder, welche Belichtung ist notwendig, Stativ ja oder nein, Lichtverhältnisse, wie kann man das damit umgehen, weil die Urbexer auch oftmals in den wirklich in dunklen Zeiten unterwegs sind. Und wie schafft man das, ohne groß Aufmerksamkeit zu veranstalten, trotzdem richtig tolle Bilder zu machen. Hier ein verlassener Beichtstuhl zum Beispiel. Also, ich kann euch das Buch nur empfehlen von Charlie Dombrow, Fotografie Lost Places. Herausgeber ist Ulrich Dorn von udbooks.com. Die Adresse lege ich euch unten dann nochmal rein. Aber das Buch hat mich richtig begeistert, weil er ist nicht mit dem erhobenen Zeigefinger immer dabei und sagt, das dürft ihr nicht, genau diese Einstellung müsst ihr haben. Nein, er lässt uns Hobbyfotografen den Freiraum, auch selber zu entscheiden, was möchten wir. Und er gibt uns im Prinzip kreative Ansätze, auch im nächsten Schritt eben weiterzumachen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.